Ich frage mich, wie lange sie das einstudieren musste, den Satz. Also die ganzen Sätze vor der Kamera. Ah, Aris, hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Scheiß Bewerber. Die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Aber nicht dachte. Aber scheiße, sie ist ja nicht unter 18. Naja, so ganz genau wissen wir es jetzt aber auch noch nicht. Das ist schon ein hübsches junges Ding. Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hm? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Hi, Mugi. Ich muss los. Ihr könntet Brüder sein. Was? Das bloß nie wieder, oder? Scheiß auf den Auftrag. Scheiß auf den Auftrag. Wahrscheinlich kriegen wir eh einfach nur eine Drecksblume oder sonst irgendwas. Oh, Aris! Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Hallo, Aris. Schon die ist mit der Kirche. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Tja. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Ist er ganz so gut Arzt, was? Weil mir ist gleich mal aufgefallen. Ja, ich achte natürlich auf eure Gesundheit. Hat der scheiß Pfeifen in der Hand. Hat der scheiß Pfeifen in der Hand, ich werd narrisch. Hallo, ich hab Aris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gerne um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Sagen wir wenigstens die Plagergeister los. Na moin. Na servus, Pupal. Vielen Dank im Voraus, Aris. Wie? Aris ist ein Segen. Sie kommt oft vorbei, um mit den Kindern zu spielen. Ach, und ich habe mir schon gedacht, glaub, du glaubst, dass ich sie bin, oder was? Alter, Digi. Gute Ansprache. Ich glaube, da war die Synchronisation mit Google Übersetzer dann noch nicht so leibend. Ich probiere es. Probieren wir es mal. Vielleicht kann ich dann halt auch in der Stadt dann halt vielleicht mehrere. Ja. Da werden wir wahrscheinlich losgeschickt dann in der Stadt. Von Mission zu Mission. Der Alleskönner. Nicht nur in einem Slum, sondern in mehreren. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die. Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Ach. Ist auch egal. Fetter Platz zum Kämpfen. Das war sie jetzt schon. Hätte er einfach sagen sollen, wie man es geschenkt hätte. Ah, na, Donne, der macht's gescheit. Der macht's gescheit, der kleine Perversling. Der weiß ganz genau, dass ich auf alle drei aus bin. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Der weiß ganz genau, dass wir auf alle drei aus sind. Dass wir alle drei pudern wollen. Ja, der geile Schlinger, Alter. Da lass du sie nicht linken. Der ist gescheit, Alter. Das hier ist mein Zuhause. Beste Bot. Wuff. Wuff. Nicht schlecht, Digi, nicht schlecht. Büstenarisch. Gingst du zu den ganzen anderen Fleckern? Ist das ja eine traumhafte Wohnung?
Bin gespannt, wie die Mutter so drauf ist. Du machst mir da ische paar Winkel. Na endlich. Ruth ist vorhin vorbeigekommen. Was ist? Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Hm? Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich denn überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Ah, das stimmt. Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Aeris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ach, du Scheiße. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das Ach. Glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Wetten, sie bezahlt mit Blumen. Wetten. Ui, jetzt werden wir es aber auch nicht leicht haben. Das Kind hält einen ziemlich auf Trab, was? Ach. Und ich habe mir schon gedacht gehabt, es kommt schon eine Debatte mit. Wie viel Ecker schenkst du mir? Dann schauen wir sich da mal um. Oh, ich nehme einfach was vom Kühlschrank, gell? Ich frage nicht einmal. Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts. Wie war das nochmal? Ah, okay. Naja, vielleicht hat sie wirklich erkannt, dass wir Söldner sind, etc. Na gut, dann bin ich ja mal gespannt, was wir da so finden werden. Dürfen wir wenigstens in ihr Zimmer rein? Werden wir wahrscheinlich im Nachkastel bestimmte Sachen finden, würde man sagen. Ah, wenn man gerade vom Teufel spricht. Na moin. Schnell wechseln, die scheiß Dinos weg. Aber man muss schon sagen, beste Apple. Schöne Hütten, wirklich schöner Ort. Bist narrisch, da haben sie wirklich was Schönes aufgebaut. Also da kann man wirklich nichts dagegen sagen, also wirklich tadellos. Bin wieder hier. Hä? So, hier. Hä? Nimm. Wie lächerlich er dabei ausschaut, geil. Gut, dann mal los. Zeig dir meine Blumenbeete. Normalerweise denkt sich die Mutter oder der Vater so, der will sie eh noch ficken. Und er denkt sich nur so, Scheiße, wo bin ich nur gelandet? Scheiß Koop! da gibt's aber auch noch was zum Anschauen. Ich geh mal kurz spontan woanders die, gell? Scheiße ist, dass ich nicht schneller gehen kann. Weißt du, was ich meine? Darf ich überhaupt drauf treten? Boah, das wäre es jetzt, Alter, wenn es mit uns schimpfen wird. Bist deppert wie ein richtig leimender Domina. Was hab ich gesagt? Theoretisch gesehen, dort oben waren Blumen. Komm hier, eh schon. Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Alter, da gibt's 100 verschiedene, Alter. Wärst du wie wahrscheinlich oben. Ah, ja, die schauen schick aus. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Ja, weil die schon eh schick aus. Die können wir ruhig mitnehmen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Nee, die gefallen mir nicht. Die schauen mal zu. Ach, willst du mir forschen? Ja, dann nehme ich mal die Scheiße auch noch dazu. Wenn ich mal nicht einmal irgendwo herumlaufen darf.
Die findet man nur äußerst selten. Ach. Äußerst selten. Ist eh mehr als genug da. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Du wählst wirklich Borstenhirse? Das sieht dir ähnlich, Cloud. Da werden die Kinder sicher staunen. Ach. Weil sie einfach Penisse ohne Eier ausschauen, oder wie ist das? Lass uns zum Helmchenhof gehen. Sicher, jetzt können wir endlich mal wenigstens laufen. Ja, das schaut schon mal besser aus. Schaut schon mal besser aus. Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ja, das ist sicher. Total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Und wie? Stimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Ein paar? Mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Jeder zweite glaubt gleich mal so instinktiv. Schwuckele-Alarm! Wenn das mir eh kein Problem, aber trotzdem. Allein schon wie erst. Alter, wie erst drei Kuhm. Tags normale Scheißdreck. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Hallo, Alleskönner? Du verliest uns einen Ruf. Hallo? Musst schon was leisten jetzt. Jetzt machen wir das Ganze allein. Ui, das kann gefährlich werden. Wir schauen überhaupt die Karten aus. Okay, da war nur Zielbereich. Okay, Jukebox. Ah, das schaut schon mal sehr gut aus. Ja, da werden wir gleich mal. Genau hier. Alter, Digi, was machst du da überall, Alter? Bist du ärger wie wir? Du bist ja überall vorhanden. Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Ach, Kampfbericht abgeschlossen. So, dann zeigen wir hier. Luft haben wir ja schon. Analyse. ATB-Boost. Ermöglicht es mit dem 1 bei der Aktivierung wird das Standard. Oh, verdoppelt. Bam. Das ist geil. Das ist wirklich geil. ATB-Boost. Gerade wenn du so einen starken Gegner hast. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Musst mehr in Richtung Ausweichen gehen musst und so. Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie da gewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Geil! Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Geil! Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Alter, nice. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Wenn ich immer und immer wieder wiederholen könnte, Brudi. Ich konnte wieder neue Materie entwickeln. Ja, hab's gemerkt. Stehlen? Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit. Ja, wow, und? Okay, provozieren. Ah, provozieren, ja, bei so einem Tank oder so kann ich mir das gut vorstellen. Definitiv, Feuermission. Nice. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Shiva also, jetzt ja, probieren wir es halt einmal. Portablen Kampfsimulator an. Na, ich bin gespannt, ob wir überhaupt stark genug sind, überhaupt. Das schaut aber auch trotzdem gut aus. Und wir sind auch noch alleine, das ist noch beschissener. Wenn wir wenigstens in der Gruppe wären, was, dann würde das gleich mal viel geiler ausschauen. Passt, machen wir gleich mal Magie. Gleich mal setzen wir gleich mal alles ein, was wir haben. Oh, sehr gut. Sehr gut. Gleich nochmal. Oh, nice. Nice. Boom. Ein Schock. Schock wär's jetzt richtig schön. Genau dieser Drecksweg, Alter. Fick dich, Alter.
Jetzt geht die Leiste auch noch langsam auf, ich versprach. Come on, warte auf mich, warte mal. Ey, beweg dich nicht zu deppert. Schäb auf ausweichen, in Bewegung bleiben, klar. So, jetzt kriegt's aber volle Wäsche, bis deppert. Bah! Komm. Einmal. Zweimal. Das ist sehr gut. Ja, nice, komm her da. Immerhin, Hälfte hat schon verloren. Ist schon mal drin. Ah ja, voll und dann noch mit unserem Essbau auch noch. Bombe. Ah, da weiß, Gott sei Dank nicht stark nur, da kann man schon vieles machen. Aber wir müssen auch bedenken. Ja, ich wollte es gerade sagen, mit Heilung und alles. Aber jetzt dreht sich schon ein bisschen auf. Jetzt gibt es schon ein bisschen Vollgas, weißt du? Oh yes. Da würde ich aber auch gleich sagen, dann tun wir gleich mal auf Heilung gehen. Dann gehen wir lieber gleich auf Heilung. Wenn die uns dann wieder gescheit erwischt, ist wieder Arsch. Da können wir jetzt Vollgas geben. Ich hebe mir das lieber auf für den Doppler, was? Shit. Gib ihr, Alter. Und dann noch das urschön das Finale dann auch noch. Das kann's dann. Komm, Alter, komm. Das geht sich schön aus. Das bis zum Finale da. Wenn sie dich dann noch bewegt, dann ist Arsch. Passt. Perfekt. So, next. Komm. Perfekt. Jetzt macht sie ja Ultimate Move. Digi. Ich hab's gemerkt. Aufpassen. So, jetzt. Na. Super Trank. Definitiv. Gib, Alter. Heiz sie so richtig schön, Alter. Jetzt ist sie schon schockanfällig. Jetzt mache ich da auch noch ein bisschen Magie noch dazu. Damit die so richtig schön geschockt ist. Und jetzt ist Finale. Komm, Alter. Komm, Digi. Nice. Sowas von fällig. Und sie war besiegt. Ja, voll geil. Hat aber auch urgut ausgeschaut. Muss man auch dazu sagen. Bombe. Ah, okay, sagt nichts. Ah ja, passt. Interessant. Das war hervorragend. Nice. Ah. Die Synthese der Shiva-Materia ist abgeschlossen. Hier bitte. Die Materia gehört nun dir. Das kühle Lächeln der Eiskönigin passt ausgezeichnet zu dir, Cloud. Bewahre die Materia bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Ah, da ist es dann halt in dem Fall praktisch mit ihr, weil wenn wir da einen Gegner haben, der was da so auf Eis, sagen wir mal, sehr anfällig ist, perfekter Esper. Perfekt. Schatzen. Ah, okay. Ja, da war nur mal ein. Ja, ist auch in Ordnung. Weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Wird sicher ein bisschen dauern, was der. Ah, da holen wir sich ein bisschen eine Erholung. Holen wir sich da ein bisschen was. Ah, top in Form, Digi, oder? Top in Form. So, hast du? Ja, mit dir können wir mal reden. Passt. Materiehändler, ha? Sag mal hier alles. Ja, das kaufen wir ja eh. Kein Problem. Das. No, Alter, was bist denn du für ein Händler, Alter? Das hat ja jeder Skin, Alter. Was ist da los? Ja, genau. Alles gut, leck mir mal. Das war nicht das Bulli. Alter, das ist das Bulli. Im Helmchenhof. Okay. Okay. Jetzt redet Opa auf einmal
Hat es nicht vorher geheißen, ich soll in der Mitte vorbeischauen? Hm. Okay. Ist mir ehrlich gesagt eh wurscht, aber noch gut. Deppert, tummeln sie sich bis da? Wie konnten der die Waffen da durchschicken? Sind wir nicht mehr? Das sieht echt stark aus. Ah, nee. Heimtrainer oder was? Deppert. Titanreif? Schwach. Aber da hast du wenigstens gleich drei bis nachher. Würde mir schon reizen, weißt du? Würde mir schon reizen bei dem einen oder anderen. Was sonst? Na, sonst haben wir eigentlich im Prinzip nur Minus, das ist ein Arsch. Gift kann sicher bei gewissen Missionen definitiv praktisch sein. Kann sicher praktisch sein. Alter, ich hab mir gedacht gehabt, da gibt's ein Schwert oder irgendwas in der Richtung, weißt? Krämerladen. Ach so. Muss jetzt aber nochmal hinschauen. Ist das der? Ah, voll! Jo, nein, keine Ahnung, willst nicht mit mir reden, etc. Passt. Ach so, aber ich huschier. Kuriert Stumm. Aha, okay. Kuriert Schlaf. Ah ja, okay. Ja, okay, ja. Wieso nicht? Hätte man wirklich vielleicht sogar kurz erwartet, dass ihr da vielleicht irgendwie eine neue Waffen daher kriegt. Das wär's, Alter, das wär's. Neue Waffen wär schon geil. Ach, wo geht's denn da entlang? Ah, das ist das, wo ich gesagt hab, ja, nice. Oh, das hole ich mir auch gleich. Und da holen wir sich gleich was von der Jukebox. Schnelltrank. Okay, gibt's da jetzt einen Trank, wo du sagst, den kannst du ohne die Leisten nehmen? Achso, Liste. Achso, nehmen wir Stock, ob die kann man nicht.